Okay, Leute, da sind wir auch wieder zurück. Im letzten Part haben wir ein paar Upgrades gemacht und sind von der Schneeberge, wo wir von unserem Partner getrennt geworden sind, weiter vorangeschritten und haben hier ein Lager aufgeschlagen. Aber jetzt wollen wir mal weiterschauen. Wir haben was Neues freigeschaltet, aber ich denke mal, es wird jetzt nicht so relevant für die Story sein. Hinweise auf die verlorene Stadt. Wir haben hier auf jeden Fall ordentlich Sachen zum Einsammeln. Werde ich möglichst alles mitnehmen. Jetzt was gewesen? Ich weiß nicht. Also warte mal. Okay. Ja, zwei. Ja, wie mit der Pistole eigentlich. Aber ich frage mich immer noch, wieso haben wir auf einmal einen Bogen? Why? Den hatten wir schon die ganze Zeit und mir war es nicht bewusst, vielleicht. Kann man hier runter? Vielleicht gibt es hier auch wieder eine Challenge. Schauen wir einfach mal runter. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Nee. Gut, was haben wir denn da oben? Was ist denn das hier? Vielleicht muss man es auch runterschießen. Wir haben 12 Pfeile. Okay, das bringt gar nichts. Was ist damit? Ah, okay. Jetzt hat's. Jetzt machen wir einen auf Assassin's Creed, habe ich das Gefühl. Naja. Schaut irgendwie so aus. Nur zum Raufklettern, oder was? Ich komme mir echt so vor wie so gerade so ein Assassine. Und hier oben können wir auch noch schießen. Ja. Nur dafür. Das schreit doch für mich danach, dass es damit etwas auf sich hat, aber vielleicht täusche ich mich ja doch. Jetzt haben wir hier oben ein Vogelnest. Und da was machen? Okay. Ah, das brauchen wir für eine Herstellung. Ich habe irgendwas vorhin gesehen, was man damit herstellen hätte können, wo wir eine Feder noch gebraucht haben. Ah, da haben wir einen Hasen. Bleib stehen, Häschen. Dann halt nicht. Haben einen Hasen erledigt. Tut mir fast leid um die armen Tierchen. Ah, das war daneben. Muss erstmal ein bisschen reinkommen. Zielen! Zielen! Aber dich. Zwei, ah ja, genau, die geschossenen Pfeile können wir auch wieder mitnehmen. Richtig logisch gemacht sogar. Hier haben wir noch Holz oder... Naja, Holz. Ich denke mal für Pfeile. Vogel auch noch. Okay. Die werden aber schwer zu treffen sein. Bleibt es dann so? Ah, ich hab's gewusst. Natürlich. Ah, die Pfeile gehen aus. Komm, einen will ich jetzt kriegen. Einmal probiere ich es noch, sonst Pech gehabt.
Okay, finde ich auch heftig, dass wir jetzt auf Vogeljagd gehen können. Nur für Federn, okay. Ein Hühnchen haben wir auch noch, oder ist das eine Taube? Wohl eher eine Taube. Noch mal ein Hirsch. Kann mit dem Pfeil hier wieder nehmen? Nein, nur wenn er in einem Tierchen steckt. Wenn wir eh noch einen Pfeil haben für irgendwas, möchte ich ihn dann noch verwenden, aber ich weiß noch nicht für was. Hier ist wirklich so viel zu erkunden. Glaubt es kaum. Wir haben eine Höhle. Da oben haben wir wieder was. Eine Tasche. Ah, interessant. Also quasi wieder sowas wie vorhin, wo vorher waren. Das bekomme ich noch nicht runter. Seilpfeile. Vielleicht können wir welche herstellen. Ich glaube, so könnten wir leiser jagen. Ich denke mal, die Jagd werde ich jetzt vielleicht auch rauscutten. Ihr habt ja ein bisschen schon was davon gesehen, was man hier so jagen kann. Ich werde mir auf jeden Fall hier noch ein bisschen jagen und hunten. Ein paar Sachen einsammeln. Da kann ich hier kurz hin und wieder kurz ein paar Einblende machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da jeweils dann immer. Ich denke mal, hier oben war noch eins, das können wir noch schnell machen. Und dann, okay. Ich möchte bitte hier rauf. Danke. Genau, das nehmen wir noch. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst, denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Okay, also Leute, wie gesagt, wir sehen uns bei dem nächsten Sammelstück. Bis dann. Diese Ruinen hier, mongolisch. Okay, sind wir auch schon wieder angelangt, wo wir was erforschen können? Mongolische Schrift, kann sie nicht recht entziffern. Wir müssen erst wieder Mongolisch lernen. Und da oben haben wir was, da leuchtet was. Gut, schauen wir mal weiter. Wow. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße. Oh,
Scheiße. Was war denn das? Das klang nicht gut. Ja, leider noch ein Pfeil. Bär. Das klang nach Bär. Da hinten glitzert wieder was. Ein Überlebensversteck offenbar. Okay, noch ein kleiner Cut wieder, Leute. Ich möchte hier ein paar Upgrades machen. Wird vielleicht für euch jetzt nicht so spannend sein. Bis dann. Okay, Leute. Nicht so groß viel Auswahl hatte ich jetzt ehrlich gesagt. Ich konnte nur ein paar Pfeile nachkaufen. Und dementsprechend werde ich jetzt nochmal ein bisschen auf die Jagd gehen. Aber ich denke mal, hier werden wir eh noch nicht so viel machen können. Aber gut, wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, da hinten haben wir wieder was glitzern. Das möchte ich mir doch holen. Das ist doch wieder ein Überlebens... Der Hase läuft zu uns. Oh, sind die putzig. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Hier haben wir wieder ein Trüchchen. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ah, hier kann man noch zusätzlich was finden, wenn man die Krone nochmal untersucht. Das kenne ich jetzt auch noch ein bisschen vom vorherigen Teil. Dann kann man noch zusätzlich... Ah, da vibriert's. Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Das war's. Anscheinend. Nee, es wird schon gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich denke, das war's. Oh. Und jetzt können wir Mongolisch entziffern. Und dementsprechend denke ich auch die Truhe. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diesen Part. War jetzt auch nicht wieder so spannend, aber jetzt denke ich mal, werden ein paar Parts mit Erkundung, Rätsel folgen und dann gibt es erst wieder die Action. Wir brauchen ja auch ein bisschen Abwechslung. Aber das sehen wir im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like, Kommis eurerseits und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Euer Yves Style. Ciao.